Es sollte ein völlig harmloses Schlafmittel sein und wurde in Deutschland auch schnell beliebt. Dass es zum Teil aber auch schreckliche Nebenwirkungen haben würde, ahnte keiner, als heute genau auf den Tag vor 50 Jahren das Mittel Contagan auf den Markt gebracht wurde. Erst 4 Jahre später stellte man fest, Contagan verursacht schwere Missbildungen bei Neugeborenen. Allein in Deutschland kamen 5000 Babys ohne Arme und Beine auf die Welt. Ein Schuldiger wurde, juristisch gesehen, niemals gefunden. Das Strafverfahren, unter anderem gegen die Firma Chemie Grünthal, wurde eingestellt. Im Gegenzug wurden 100 Millionen Mark über eine Stiftung an die Geschädigten ausgezahlt. Heute sind die Contagan-Geschädigten zwischen 45 und 49 Jahre alt. In Deutschland leben etwa 2800 von ihnen noch. Und zum 50. Jahrestag sind heute etliche von ihnen, halten eine Mahnwache ab in Stolberg, dort, wo diese Firma steht. Und mein Kollege Matthias Veit ist mit dabei. Schönen guten Morgen dorthin. Was wollen die Menschen dort vor Ort? Ja, sie wollen eben aufmerksam machen auf das, was hier passiert ist. Wir melden uns hier aus Stolberg bei Aachen. Im Hintergrund eben das Werk Contagan bzw. Grünthal, das Medikament eben Contagan mit dem Wirkstoff Thalidomid. Das hat eben seinen Weg gemacht von hier aus. Vor 50 Jahren eben kamen die ersten Präparate auf den Markt. Um daran zu erinnern, haben eben die Demonstranten Contagan-Geschädigte sie selbst eben hier dran erinnert. Sie haben Blumen niedergelegt, um daran zu erinnern, nicht nur an ihr eigenes Schicksal, sondern dass sie eben selbst nicht nur Opfer geworden sind, sondern dass es eben auch viele Todesopfer gegeben hat. Es sollen zwischen 2.000 und 4.000 Todesopfer insgesamt gewesen sein. Und bei mir ist jetzt Andreas Meyer vom Bund der Contagan-Geschädigten. Guten Morgen, Herr Meyer. Guten Morgen. War das sehr beschwerlich heute, diese Mahnwache zu organisieren? Ist doch sicherlich nicht ganz leicht. Ja, es ist natürlich schon ein großes Organisationsaufkommen, aber ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt. Ich habe es eben angesprochen, Sie machen auf Ihr eigenes Schicksal aufmerksam, aber eben, Sie erinnern auch an die vielen Todesopfer. Was ist Ihr Hauptanliegen heute an so einem Tag? Also die Mahnwache hat zwei Hauptanliegen. Das eine Anliegen ist, dass wir der 4000 an Contagan Verstorbenen gedenken wollen. Das sind diejenigen, die nicht lebensfähig auf die Welt gekommen sind, totgeboren worden sind oder nach der Geburt verstorben sind. Unser zweites Anliegen ist, 50 Jahre nach dem Contagan-Skandal daran zu erinnern, dass wir immer noch nicht gerecht abgefunden worden sind. Welche konkreten Forderungen haben Sie da? Die sämtliche Schadensabwicklungssysteme in Sachen Contagan dienten nur dazu, den Gesamtschaden von der Firma Grünthal abzuwenden und auf die Opfer abzuwälzen. Aus diesem Grunde sind wir der Ansicht, dass wir die Ursprungsschäden in 5 Milliarden Höhe wieder geltend machen wollen. 5 Milliarden, gut. Herr Meyer, vielen Dank dafür. Wir werden gleich auch noch mal sprechen. Ja, wir haben natürlich auch versucht, die Firma Grünthal zu einem Interview zu überreden. Das ging leider nicht. Man will den Menschen ja kein Forum bieten, obwohl, das sagt Grünthal auch, obwohl man Verständnis hat dafür, dass die zumindest an dieses Datum heute erinnern wollen. Wir werden uns also später an dieser Stelle noch mal melden. Matthias Veit, für den Moment herzlichen Dank nach Stolberg bei Aachen. Dankeschön. Guten Morgen. Ja, wir haben ja Gott sei Dank Glück mit dem Wetter. Es sind noch ein paar Dutzend Menschen da. Wir sind hier auf dem Werksgelände der Firma Grünthal. Vor 50 Jahren hat das Medikament eben seinen Weg gemacht und mit verheerenden Schäden, wie wir ja wissen. Wir stehen hier an einer Mahnwand und da haben die Demonstranten heute ganz konkrete Forderungen formuliert. Man sieht es unter anderem hier. Ich wünsche mir, von der Firma Grünthal anerkannt, respektiert und entschädigt zu werden. Das heißt, es geht nicht nur darum, eben auf das eigene Schicksal hinzuweisen, sondern man hat hier ganz konkrete Forderungen. Der Bund Contagan-Geschädigter und Grünthal-Opfer möchte Geld. Vor einigen Stunden ging das hier los mit der Mahnwache. Da haben die Demonstranten Blumen niedergelegt und auch an die Todesopfer erinnert. Nicht nur auf das eigene Schicksal wird hier heute Wert gelegt, sondern eben auch auf die Tatsache, dass viele Menschen den Fall Contagan, den Skandal Contagan ja gar nicht überlebt haben. Deswegen auch die Kranzniederlegung, die Grabkerzen, der Schriftzug Contagan und die vielen weißen Blumen auf dem Boden. Und bei mir ist nun Andreas Meyer, selbst Contagan-Geschädigter, Vorsitzender des entsprechenden Vereins und Mitorganisator dieser Sache heute. Was ist Ihr Hauptanliegen heute? Die Contagan-Geschädigten sind ja nie gerecht abgefunden worden. Wir kriegen eine Höchstrente von 545 Euro. Und ich möchte Sie einfach fragen, würden Sie für 545 Euro Ihre Arme und Beine abgeben? Nein, das würde keiner wollen.
Wir fordern von den grünen Teileigentümern der Familie Wirz in Stolberg bei Aachen ein Angebot, was wir einfach nicht ablehnen können. Mhm. Und um diese Forderung zu unterstreichen, rufen wir jeden rechtschaffenden Bürger in diesem Lande dazu auf, die Produkte von Meurer und Wirz und der Dalli-Werke, diese Firmen gehören der Familie Wirz ebenfalls, zu boykottieren. Gut, ich verstehe Sie richtig. Sie wollen einerseits, dass man bestimmte Produkte boykottiert. Andererseits fordern Sie ja nun auch einen Milliardenbetrag. Warum dann dieser Boykott? Kann man nicht einfach einen Förderverein gründen und spenden? Ich denke mal, das steht uns zu. Das waren die Ursprungsschäden, die von Anfang an im Raume standen. Sämtliche Schadensabwicklung, die gesamte Schadensabwicklung im Contergan-Fall diente nur dazu, die Familie Wirz zu entlasten und den Schaden auf die Contergan-Geschädigten, aber auch auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Mhm. Denn der Steuerzahler ist ja ebenfalls der Geschädigte des Contergan-Skandals, weil die Rentenmittel und die Sozialleistungen, von denen wir leben müssen, zahlt immerhin der Staat. Okay. Herr Meyer, danke dafür. Wir werden später noch mal sprechen. Wir haben natürlich auch Grünenthal angefragt. Ein Interview wollte man uns nicht geben. Man hat aber Verständnis für diese Mahnwache hier, dass die Menschen auf ihr Schicksal aufmerksam machen wollen an diesem Jubiläum. Nur zahlen möchte Grünenthal eben nicht. Morgen, Sven. Ja, mittlerweile ist es hier hell geworden. Man sieht im Hintergrund eben das Werksgelände. Vor 50 Jahren eben ist der Stoff hier das erste Mal produziert worden, Contergan mit dem Wirkstoff Thalidomid. 4 Jahre lang war eben dieser Wirkstoff auf dem Markt mit katastrophalen Folgen. Und wie schlimm die Folgen waren, nämlich tödlich, das haben die Menschen, die hier heute demonstriert haben, auch gezeigt. Wir haben Bilder von vor einigen Stunden aus der Nacht. Da wurden eben von den Contergan-Geschädigten selbst Blumen niedergelegt, um eben darauf aufmerksam zu machen. Es kam nicht nur zu Missbildungen an Arm und Bein, sondern es hat eben viele, viele Todesopfer auch gefordert. Und mittlerweile sind wir in dem schützenden, wärmenden Zelt und ein Dutzend Contergan-Geschädigter sind eben noch da. Guten Morgen in die Runde. Und ich werde jetzt mal die Ilonka Stebritz fragen, wie es ihr so mit ihren Beschwernissen ergangen ist. Also es wurden ja rund 100 Menschen eingeladen. Jetzt sind nur noch ein gut Dutzend da. Ich glaube, 30 waren bis vor einigen Stunden noch da. Wie beschwerlich ist denn der Alltag als Contergan-Geschädigte? Das ist je nach Ausprägung der Behinderung bei den vierfach Geschädigten ist er halt sehr beschwerlich. Ich bin zweifach geschädigt, das heißt, bei mir sind die Arme betroffen. Da ist nochmal ein ganz klarer Unterschied. Die vierfach Geschädigten haben die größten Probleme von uns. Wie war das denn bei Ihnen? Konnten Sie zum Beispiel einen Beruf ausüben? Wie ist es damit? Ja, ich habe einen Beruf erlernt. Ich habe den Beruf der Verwaltungsfachangestellten erlernt. Den habe ich 26 Jahre lang ausgeübt. Und dann musste ich ihn vor 2 Jahren leider aufgeben, weil ich einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich hatte. Und das ist Folgeschäden von meiner Behinderung. Und aufgrund dessen bin ich leider vollerwerbsgemindert auf Dauer. Aber ich lege meine Hände trotzdem nicht in den Schoß. Das kann ich sowieso nicht. Aber Sie haben im Prinzip Ihren Teil getan, Ihre gesellschaftliche Rolle angenommen. Sie zahlen Steuern, Sie haben jahrelang eben arbeiten können. Sie haben auch 2 baldige Steuerzahler in die Welt gesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben 2 gesunde Kinder ja auch. Was wünschen Sie sich denn an so einem heutigen Tag? An dem heutigen Tag wünsche ich mir, dass die Firma Grünenthal und die Geschäftsführung der Firma Grünenthal ihre Verantwortung endlich wahrnimmt. Das heißt aber auch Geld. Sie brauchen Geld. Ja, das ist erforderlich. Wir haben zunehmenden Hilfebedarf durch die Folgeschäden unserer Behinderungen. Und dieser Hilfebedarf muss irgendwie finanziert werden. Herzlichen Dank dafür schon soweit. Ja, die Firma Grünenthal ist also nicht bereit, weiteres Geld zu bezahlen. Es gibt ja eine Stiftung. Aus dieser Stiftung werden kleinere Renten bezahlt, mehr aber auch nicht an dem heutigen Jahrestag. So gesehen also dann doch eine Enttäuschung für die Menschen, die die Nacht hier verbracht haben.